Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer neuronalen Netze-Tutorial-Reihe mit PyTorch. Dieses Mal wollen wir unser neuronales Netz schreiben, also das eigentliche Netz. Letztes Mal haben wir uns das Memory hier geschrieben und ja, dieses Mal wollen wir unsere Neuronen sozusagen definieren. Das machen wir natürlich wieder mal mit einer Klasse Netz, die von nn.module erbt. Ist jetzt absolut nichts Neues mehr. Was wollen wir mit diesem Netz jetzt eigentlich erreichen? Wir wollen einen Q-Learning-Algorithmus implementieren. Das heißt, wir wollen das Netz dazu anstiften, dass es unsere Q-Funktion lernt. Und in dem Fall werde ich jetzt hier nicht auf die Q-Funktion eingehen. Die würde ich euch wirklich bitten, in meinen anderen Videos nachzulesen. Wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, das ist quasi Voraussetzung für diese Tutorial-Reihe. Deswegen gehe ich hier nicht weiter drauf ein. Okay, also deswegen ist es auch so ein bisschen Expertenlevel hier. Und ja, was wir natürlich wieder mal brauchen, ist ganz klar unseren Konstruktor. Der Konstruktor sagt im Endeffekt, wir wollen wieder mal logischerweise unseren Superkonstruktor aufrufen von unserem Module. Und ja, das ist erstmal alles hier. Was brauchen wir allerdings hier noch? Und zwar, jetzt überlegen wir uns mal, was für Schichten wir haben wollen. Naja, wir wollen hier diesen Cardpole zum Stehen bringen. Das heißt, wir wollen unsere schwarze Plattform nach links oder nach rechts bewegen. Okay. Was bekommen wir für Input-Daten? Und das ist eigentlich der Kernpunkt hier immer beim Netzschreiben. Was bekommen wir für Input-Daten? Wir brauchen das Bild. Wir bekommen wirklich einfach nur dieses Bild als Input hier, müssen sozusagen sagen, okay, in unserem Fall, also ich als Mensch würde jetzt dieses schwarze Ding ein ganz kleines bisschen nach links schieben, bis es dann wieder anfängt, auf der rechten Seite runterzufliegen, dann würde ich halt wieder nach rechts schieben. So müsste man das eigentlich machen hier. Das heißt, man muss hier irgendwie die Balance halten, allerdings bekommen wir als Input-Daten ein Bild. Okay, naja, ein Bild. Das heißt, was bekommen wir hier? Self.convolution 1 wieder mal, also das kennen wir jetzt ja hoffentlich schon. Das ist ein nn.conv 2d und wir bekommen hier, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, wir bekommen drei Input-Channel von unseren Bildern, also von unserer Environment, die wir hier oben definiert haben. Dann bekommen wir hier, wir wollen 16 Output-Channel erstmal haben, das ist relativ viel. Aber für den Fall passt das eigentlich ziemlich gut. Die habe ich, beziehungsweise ich habe sie nicht ausprobiert, ich habe sie mir woanders abgeguckt. Dann die Kernel Size nehmen wir hier wieder mal 5, haben wir auch letztes Mal schon gemacht. Und dieses Mal nehmen wir auch noch einen Stride. Ein Stride von 2. Was genau ist ein Stride? Gut, fällt eigentlich hier auch unter Vorwissen, aber ich erwähne es trotzdem ganz kurz. Wir überspringen sozusagen immer einfach mit unserem Kernel einmal das Ding. Also wenn wir hier ein Bild haben von 1, 1, 1 und wir haben einen Stride von 2 und einen Kernel von 2, dann nehmen wir hier halt diese beiden und dann überspringen wir das hier. Ups, da brauchen wir noch eins hinten dran. Dann überspringen wir diesen Kernel hier, überspringen wir und dann nehmen wir aber nur noch wieder diesen Kernel. Das heißt, wir überspringen sozusagen immer wieder 1 und dadurch wird... Toll. Dadurch wird natürlich hier wieder die Sache ein bisschen effizienter und schneller fertig. Okay. Dann, was brauchen wir als nächstes danach? Wir müssen unser Bild normalisieren. Das ist ganz, ganz wichtig hier in dem Fall. Dann, das machen wir einfach mit unserem Norm 1. Das heißt, wir haben hier ein nn.batchNorm2d von 16. Und ja, logischerweise 16 Kanäle, weil wir hier 16 rausbekommen haben. Dann nehmen wir als nächstes wieder mal ein Convolution Layer. Gut, ich meine, wir verarbeiten Bilder, das heißt, wir brauchen sowieso immer mehrere Convolution Layer, weil wir haben ja schon bei den Katzen gesehen, dass so ein paar Convolutions hier nicht, also ein, zwei Convolutions relativ eng werden. Wir werden jetzt hier in diesem Beispiel 3 nehmen, also sagen wir hier nn.conv 2d. Wir haben 16 Input Channel wieder mal logischerweise und wir haben dann am Ende 32, also doppelt so viele Output Channels und wir nehmen wieder eine Kernel Size von 5 und einen Stride von 2, da hat sich nichts dran geändert und im Endeffekt kann ich das hier jetzt einfach kopieren. So, wir haben hier logischerweise dann 32 und das Ding müsste ich hier 2 nennen. Das ist wieder mal die nächste Normalisierung, die wir einfach nach der Convolution hier wieder mal machen wollen. Dann haben wir hier Convolution 3. Die ist eine Convolution von 32 Input Channel, aber auch 32 Output Channel. Das heißt, wir wollen sie hier nur noch mal kleiner machen und dann wieder eine Normalisierung über 32 Output Channel und anschließend haben wir ein Self.fully Convolutional. Wir haben nur eins davon, deswegen brauche ich jetzt hier keine 1 hinten dran hängen. nn.linear. Okay, wie viele Input Features haben wir hier, das nehme ich jetzt auch mal vorweg, das muss man natürlich wie immer ausrechnen,
Aber ich kann es euch hier jetzt einfach mal angeben. In unserem Fall sind das 448 und 2. So, wie gesagt, Convolutional-Netze haben wir jetzt schon relativ ausführlich gemacht, deswegen mache ich das jetzt hier nur noch sehr, sehr kurz. Als nächstes nehme ich hier die Forward-Funktion, die natürlich wieder mal Input-Daten x bekommt, also ein Bild im Endeffekt, oder besser gesagt drei Input-Channel, wie wir es auch bei den Katzen hatten. Und dann sagen wir hier, wir wollen logischerweise wieder mal ReLU benutzen. Achso, ich habe F noch nicht importiert, ne? Okay, F noch nicht importiert, habe ich vergessen, sorry. Import torch.nn.function, also im Prinzip hatte ich schon importiert, aber ich habe es halt noch nicht F genannt und ich bin zu voll immer torch.nn.functional. Was weiß ich was zu schreiben. Deswegen hier die Kurzschreibweise dafür. So, jetzt hier ein ReLU benutzen, das heißt f.relu. Und ja, wir haben jetzt hier folgende Situation. Wir wollen zunächst einmal natürlich unsere Daten durch unser Conf2D schicken. Dann wollen wir sie normalisieren und dann wollen wir das ReLU drauf anwenden. Das heißt, wir machen jetzt hier Daten aus self.norm1. Das wollen wir dann im Endeffekt ReLUen und dann sind die Daten, die normalisiert werden sollen, natürlich die Daten, die wir aus der Convolution bekommen. Okay, also erst wird die Convolution ausgeführt, dann wird die Normalisierung ausgeführt und dann wird ein ReLU drauf angewendet und das ist im Endeffekt der Sinn von der ganzen Sache. Und das kann ich mir jetzt hier kopieren, dreimal im Endeffekt, ist jedes Mal dasselbe. Wir machen hier eine Normalisierung mit 1, mit 2 und mit 3 und natürlich davor immer eine Convolution. So, und am Ende wollen wir die Daten zurückgeben, also ich mache das jetzt hier wirklich relativ zügig, weil wie gesagt, wir haben das ja eigentlich schon recht häufig gemacht. Self.fully connected layer. Achtung, wir müssen hier die Daten wieder mal logischerweise umwandeln, das heißt, wir wollen x.view benutzen. Und ja, was brauchen wir hier als x.view? Naja, wir brauchen erstmal natürlich die Batch-Dimension x.size 0. Und als nächstes brauchen wir die anderen, also wir wollen quasi Batch-Dimension ignorieren und die anderen alle in 1 reinschieben, damit wir die alle hier in unser Fully Connected Layer reinpacken können. Haben wir eigentlich auch schon 100 Mal gemacht. Okay, sehr gut. Und ja, das ist im Endeffekt unser Netz jetzt schon. Ich weiß, relativ schnell jetzt drüber gegangen. Die einzige Neuheit hier war der Stride für euch heute. Aber das ist so der Input, den wir jetzt in dem Fall für dieses Netz hier brauchen. Und ich dachte mir als Übung, es ist auf jeden Fall mal wieder ganz sinnvoll, vor allem weil dieses Cardpolding uns hier halt wirklich das Standardbeispiel schlechthin für Reinforcement Learning ist. Cool, das war's erstmal von meiner Seite jetzt wieder mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.